Actually, I'd be pretty interesting to see who gets the third place between Nick, Perfect Shadow, and Dennis, because Dennis won against Nick, Nick won against Perfect Shadow, and yeah. Perfect Shadow won against Dennis. Okay, but then again, Perfect Shadow dropped a match against KP. Yeah, so he will be fifth, and Dennis will be third. Wow, just because of a direct, whatever it's called, comparison. I guess. Anyway, but still, Nick has still matches to play. Maybe he'll lose to TMT right now. Who knows? Yeah, who knows? Maybe he'll be pretty solid. Maybe he'll start training again after that. So far, pretty solid edge guard from Nick. Takes first zone. Oida, Kiwi. Oh, nice. Kiwi's in this. But, Dennis with two? Alright, there we go, Mr. Love on the microphone. The stream wants to hear some German commentary. Some German commentary? Yeah, alright. Dann im Deutsch, Nigga. Ja, im Deutsch, ja, auch. Okay. Kein Problem. Wir sehen also TMT gegen Nick. TMT hat letztes Mal fast gegen Nick gewonnen. Und auch hier ist es weiterhin knapp. Ne? Den ersten Song ist ja schon davor. Ist halt auch der Underdog von den Playoffs, aber hat auf jeden Fall bewiesen, dass er was drauf hat. Er könnte auf jeden Fall was werden in den nächsten. Oh, nice Combo von Nick! Oh mein Gott! Was ist denn mit Nick los? Ist der Typ völlig behindert? Heiliger Bimba Mister! Oh mein Gott, war das ja Ray! Und 52% direkt ins Stock gezogen. Ich wollte gerade noch sagen, das ist ja gar kein so großer Vorsprung mit den 52%, aber es hat ihm offensichtlich ganz genau ausgereicht, um den Stock zu ziehen. Und zwar mit der unglaublichsten Kombo, die wir heute Abend hier gesehen haben. Meine sehr verehrten Damen und auch die Herren, die zuschauen. Oh, wow. Hab's mich da getroffen. Wieder hier! Nee, mach's wieder eben! Oh mein Gott! Er hat's heute schon ein paar Mal geschafft, ne? Gegen verschiedene Schickspieler. Das Problem bei TMT ist, er hat trotzdem noch kein einziges Match. Oh, Mick! Was geht mit Rüder? Immer diese verrückten wieder als aus dem Kopf! Wahnsinnig! Wow! Ich verstehe nicht, was hier los ist, Junge! Okay, und jetzt TMT wieder mit dem Scheißback, dann sind wir wieder eben, oder? Oh, da geht nicht. Er hat auf, voll viel von diesem Match zu kommen. Ja, TMT hat jetzt Probleme wieder reinzukommen, das Neutral Game wird von Nick dominiert, wie Sau. Schade für TMT, aber vielleicht kann er sich noch fangen und mal ein bisschen nice nachdenken. Power Shield. TMT weiß gerade nicht. Vielleicht ist er auch schon auf seiner Counter-Fix-Stage, wer weiß. King die meisten Matches auch nicht zu streamen aus für ihn. Die Mikros müssen leiser gemacht werden, Spurfil. Keine Ahnung. Oh, Nick ist so ein Sportler. Und da geht... Oh, Nick mit dem Disrespect. Und okay. 1-0 für Nick. 1-0 für Nick. Wow, Nick hat aber zwei super verrückte Kombos gemacht. Wow. Dann habe ich Angst. Ich muss danach gegen ihn, ne? Hast du noch nicht gegen Nick gespielt? Nee. Das ist aber schon eingetragen, leider, auf dem Scheiß da. Ohne Scheiß. Da ist schon... Also, Nick hat schon 6 Spiele, laut dem... Ja, müssen wir sowieso noch. Also... Ja. Das ist ja auch kein Bracket, also kann man immer noch korrigieren. Ja. So. Oh, Nick entscheidet sich für Marv. Übersteuern die Mikrofone immer noch, ist die Frage, die wir uns alle stellen. Oh, Nick counterpickt, TMT counterpickt auf Final Destination und Nick nutzt diese Chance deswegen, nimmt Marv, damit er Chain Grabs machen kann und Cheap spielen kann. Aber wollen wir mal sehen, ob sich das vielleicht überhaupt nicht auszahlt und TMT sogar noch ein Match zieht. Das kann ja gut sein, ne? Oh, und Nick verkackt leider. Oh! Ah, oh, TMT viel zu optimistisch mit der Down Area runtergekommen. Ah, da mit Nick mit dem Panzer. Oh, nee. Schöne Recovery hier mit dem Sweet Spot. Oh, da wollte er, der Witz an der ganzen Sache war, er wollte gerade Shine spiken, hat aber die Forward B gemacht, aber trotzdem wurde er von Nick getroffen, also hat er überlebt. Also darf TMT hier gar nicht mehr leben und das zeigt ihm Nick jetzt auch in aller Gänze. Okay. Und er verabschiedet sich von seinem ersten Stock. Nick auf 64%, das ist Kill-Prozent. Eine Upthrow, zwei Up-Airs, dann ist das Ding gelaufen. Aber ja, TMT muss auf jeden Fall auf die Chain Throws. Ja, warten. Du musst erstmal diesen Grab kriegen. Soll nicht gegrabt werden. Aber ich glaube, Nick verlässt sich nicht so ganz auf die Chain Throws. Und da ist die Abwehr und da ist der Stock. Ey, ohne Scheiß, was geht hier ab? Mann, TMT rastet völlig aus, Junge! Ich würde TMT gerne im Match Team sehen, vielleicht sogar zwei, das wäre super nice. Oh, nice! Oh, nice! Da wollte er nicht zu viel, das war sehr klug von ihm, dass er dann retreated ist wieder. Aber TMT sollte sich nicht auf diese Gimp-Spielchen an der Ecke einlassen. Er sollte einfach Center Stage bleiben und gucken, dass er, weißt du? Nicht gegrabt wird. Oh. Nicht gegrabt wird. Und dann schön der Spike, der Tipper. Oh, sehr nice Recovery hier. Back to English, guys. Back to English, guys. Oh. Ja, das ist, aber die anderen wollten noch deutsches Commentary. Also,
Nur wollte es mal kurz hören, so wissen, wer es da wirklich ist. German commentary is actually too awesome for the stream. Alright, there we go. Nick saved his jump to get to the ledge immediately. And TMT. TMT is like, I don't care. And there we go, up aerial! Oh, second try! No up aerial. He's been trying to get a lot of those forward smashes. Oh, yeah. Fully either. Nick. I have no idea why, but I think today is the day of the forward smash. Fuck, because I made so many forward smashes today. I never do them. And I think it's something about, it's something in the air about the forward smashes, you know? So, there we go. Nick SDI, nice out of the jet. And there he gets the tipper. Bye bye. Third stock of TMT. TMT's clinging on his last stock in this tournament. Full speed. I think Nick kind of wanted too much there and wanted to. He wanted spike to style, him. Right? Yeah, he wanted to style. But you don't do that with TMT because TMT knocks you off the ledge and kills you. You want to see Spanish commentary now? No, but I will need Mavacate to be here with me. Then we will rock the stream Latino style. And he's a gentleman. Oh, nice recovery, but then again, catches the up tilt, and that's it. 2-0 for Nick. So now it's me against Nick. So Doosan against Nick right now. Nice. I think after that we got Doosan against Luma, and that will be the final set of the day. Oh, I'm really excited. Yeah, you sure sound excited.